Die EU hat gemerkt, dass das aktuelle Exportregime nicht geeignet ist, um Überwachungstechnologie wirksam zu kontrollieren. Deshalb gibt es seit September 2016 den Entwurf für eine neue Dual-Use-Verordnung. Und im Kern geht es darum, die Rolle von Unternehmen in den Fokus zu rücken. Das heißt, ein Unternehmen, das zum Beispiel Software herstellt, mit der Journalisten überwacht werden können, mit dem ihre Handys gehackt werden können, diese Unternehmen haben eine Verantwortung dafür, was sie exportieren. Das heißt, wenn Sie wissen beim Export, beim Vertragsabschluss, dass mit Ihren Produkten Menschenrechtsverletzungen im Zielland begangen werden können, dann müssen Sie eine Lizenz dafür erfragen, selbst wenn Ihre Produkte zum Beispiel nicht gelistet sind in den Güterlisten. Und das wäre ein Gamechanger, denn wir haben es häufig gesehen, dass Unternehmen im Graubereich agieren und Schlupflöcher nutzen, um Exportlizenzen nicht genehmigen lassen zu müssen. Ja, Journalisten sind auf der ganzen Welt ein attraktives Ziel zur Überwachung. Es geht zum einen darum, sie selbst zu überwachen, um zu wissen, was sie tun. Es geht aber auch häufig darum, um an ihre Quellen zu kommen. Und das wollen Journalisten natürlich geheim halten. Und im arabischen Frühling ist dann bekannt geworden, dass zum Beispiel Staaten wie Marokko oder Ägypten oder Syrien auch mit Hilfe deutscher oder europäischer Technologie Journalisten, Menschenrechtsverteidiger oder Oppositionelle in ihren Ländern überwachen. Und seitdem setzt sich Reporter ohne Grenzen dafür ein, dass Staaten wie Deutschland zum Beispiel nicht mehr solche Technologie an diese autokratischen oder manchmal auch diktatorisch geführten Länder liefern. Und dafür gibt es sogenannte Exportkontrollregime. Und wir setzen uns eben dafür ein, dass diese Regelung sehr, sehr strikt ausgelegt werden, sodass keine Software mehr aus Deutschland an Länder wie zum Beispiel Ägypten geliefert werden kann. Die europäische Exportkontrolle funktioniert im Prinzip ganz einfach. Es gibt lange Listen mit Gütern, sogenannte Dual-Use-Güter. Und Dual-Use-Güter zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl für zivile Zwecke, also zum Beispiel zur Verfolgung und Überwachung von Kriminellen genutzt werden können, aber eben auch militärisch. Sie können eben auch dazu genutzt werden, um zum Beispiel Journalisten zu überwachen. Und in den europäischen Güterlisten stehen dann wirklich Hunderte und Tausende Güter, darunter auch Überwachungstechnologie. Und wenn ich als Unternehmen solche Güter herstelle und exportieren will, außerhalb der EU, dann muss ich bei einer nationalen Behörde nachfragen, ob ich das darf. In Deutschland ist das das BAFA. Das sind sogenannte Exportlizenzen. Dann entscheidet zum Beispiel das BAFA, ob ein Export von einer deutschen Firma nach zum Beispiel Ägypten genehmigt werden darf, ja oder nein. Die EU möchte eigentlich seit Anfang 2015 den Export von Überwachungstechnologie schärfer kontrollieren. Leider hat sich aber gezeigt, dass das nicht gelungen ist. Also in 2015 und 2016 haben mindestens über 300 Mal die Mitgliedstaaten es genehmigt, dass weiterhin Überwachungstechnologie aus der EU heraus exportiert wurde. Wir fordern deshalb, dass Unternehmen eine stärkere Verantwortung dafür haben, für die Produkte, die sie exportieren. Das heißt ganz konkret, wenn sie Produkte herstellen, die zwar vielleicht nicht gelistet sind, aber trotzdem eine Menschenrechtsverletzung im Zielland zur Folge haben könnten, dann müssen sie trotzdem eine Lizenz stellen, eine sogenannte Human Rights Catch-All Clause. Und was wir vor allen Dingen fordern, ist Transparenz. Wir wissen bisher überhaupt nicht, was für ein Handel abgeht. Wir müssen wissen, welche Länder genehmigen es weiterhin, dass welche Produkte in welche Zielländer, zum Beispiel Ägypten, China, Iran, afrikanische Länder, geliefert wird. Also die europäische Öffentlichkeit, so meinen wir, hat ein Recht darauf, zu erfahren, ob weiterhin mit Hilfe europäischer Technologie Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Deshalb ist Transparenz in diesem Schattenmarkt sehr, sehr wichtig.